Die Qualität der Bundesliga reicht im internationalen Vergleich nicht aus. Diese Kritik gibt es schon seit Jahren. Doch trifft die überhaupt zu? Die Bundesliga wird sexy. Irgendwann ist auch Seriosität sexy. Wir werden es über die nächsten Jahre sehen. Die Eintracht ist zwangsläufig eine der Mannschaften, die wirklich über einen längeren Zeitraum auch mitspielen kann um die Meisterschaft. Da ist so viel Macht dahinter. Sagt unser heutiger Gast, der Zone-Experte Sepp Kneißl. Von wegen Farmers League, sagen viele, spätestens jetzt nach dem Transfer-Coup der Bayern mit Joao Cancelo. Ich glaube, daran sieht man auch, dass die Bundesliga nicht so schlecht ist, wie sie oftmals gemacht wird. Der Bundesliga muss man einfach ein Kompliment machen. Wir alle können auch ein bisschen stolz sein darauf. Klar, sagen andere, die Bayern haben leicht reden, am Ende werden sie sowieso wieder Meister. Die Bundesliga ist langweilig. Kriegen wir dieses Jahr vielleicht wirklich mal einen Titelkampf? Ich glaube schon, dass wir einen Titelkampf bekommen. Auch darüber sprechen wir jetzt bei Was geht Bundesliga. Hört, hört, seht, seht, was für eine Tabellenkonstellation in der Fußball-Bundesliga zwischen den Bayern auf Platz 1 und Frankfurt auf Platz 6 liegen gerade mal 5 Punkte. Gibt es dieses Jahr endlich einen richtigen Titelkampf? Das ist unsere Frage an euch. Schreibt es unten in die Kommentare und gebt dem Video gern einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die ewige Frage nach der Qualität der Bundesliga. Oft wurde und wird sie kritisiert. Doch ist das überhaupt berechtigt? Viel mehr als eine Ausbildungsliga. Neuzugänge wie Sadio Mané, Joao Cancelo und fast auch noch Isco beweisen, welch hohen Stellenwert die Bundesliga bei den internationalen Topstars genießt. Auch im europäischen Geschäft beweisen die deutschen Vertreter in diesem Jahr, dass sie es mit der kontinentalen Konkurrenz aufnehmen können. International erfolgreich, national an der Spitze so große Spannung wie lange nicht. Trotzdem wird die Bundesliga wegen der angeblich mangelnden Qualität immer wieder kritisiert. Das wirft die Frage auf, ob die Liga schlechter gemacht wird, als sie ist. Wer könnte das besser beurteilen als Sebastian Kneißl? Als Profi unter anderem beim FC Chelsea aktiv, ist er nun als The Zone-Experte so nah dran am aktuellen Fußballgeschehen wie kaum ein anderer. Ja, er hat durchaus mal das ein oder andere Spiel schon national wie international intensiv verfolgt. Wir sind gespannt, wie er jetzt das ganze Thema für uns heute einordnet. Grüße gehen raus an Sepp Kneißl. Hallo, grüßt euch. Mit dem schönen Trikot im Hintergrund vom FC Chelsea. Da bist du stolz drauf auch, oder? Nach wie vor, ja. Es ist und war eine spannende Zeit tatsächlich. Mit ja, sehr vielen Eindrücken. Also ich durfte ja Gott sei Dank noch die Zeit vor Abramovic auch mitmachen, der ein Normalo-Verein war, ja, in dem Fall. Und ja, viel gelernt. Das Nationalmannschaftstrikot aus der U15. Verdecke ich noch im Kopf, aber hängen beide. Ja, hängt, ist ganz schön eigentlich so ein bisschen auf symbolischer Ebene. Wir sprechen ja heute über die Bundesliga, aber auch im internationalen Vergleich. Jetzt haben wir beides, ne? Das Nationalmannschaftstrikot und das vom FC Chelsea. Es passt symbolisch hervorragend, wie gemalt. Und wir fangen mal direkt bei der Aktualität an. Das Transferfenster ist seit Dienstag zu. Was sind deine Top 5 Transfers der Bundesligisten aus diesem Fenster? Also ich glaube, um es etwas spannender zu machen, fange ich erstmal auf Platz 5 an. Ja, um dann, wobei ich glaube, Platz 1 ist insgesamt bei allen auch klar. Das wird dann keine Überraschung. Aber ich war jetzt zuletzt auf Schalke und finde gerade tatsächlich den Neuzugang Moritz Jens ganz, ganz spannend. Als Innenverteidiger, der trotzdem eine gewisse Klasse hat, sofort auch performte. Bin gespannt, wie Flo Niederlechner einschlagen wird, weil er ein Spielertyp ist, der im Englischen sagt man raw, ja, also gar nicht irgendwie Glamour, sondern okay, das bin ich, das brauche ich und her damit. Finde ich ganz gut. Thomas Delaney wieder zurück. Auch das für die TSG ganz, ganz wichtig. Diese Physis, diese Dynamik, so viele geile Kicker bei der TSG, aber gerade das brauchst dann eben. Linke Seite bei der Eintracht, Philipp Max. Zurück. Ich habe so Lust auf diese Flankenläufe wieder. Ja. Ich sehe sie jetzt schon und es macht so viel Spaß, schon die ganze Zeit zuzuschauen. Schaue immer mal wieder gerne seine Aktionen auch an. Und Platz 1 ist klar, ist Cancelo. Wir haben es gestern gesehen.
im Pokal gegen die Bayern, gegen Mainz. Er hat direkt eingeschlagen, er braucht keine Eingewöhnungszeit. Ja, das Stichwort perfekt natürlich jetzt auch als Überleitung für unser heutiges Thema geeignet. Cancelo, fast Isco und vorher Sadio Mané schon im Sommer. Kann man diese Spieler als Beispiele dafür nehmen, dass die Liga eben doch sehr attraktiv ist für absolute Weltstars? Die Bundesliga wird sexy. Ausrufezeichen. So, und das ist das, was noch gefehlt hat. Dieser Sexappeal der Bundesliga. Seriosität at its best. Wirtschaftlichkeit, wirklich gutes Management im Hintergrund. Dafür steht Deutschland. Das bedeutet im ersten Schritt aber auch weniger Attraktivität. Es ist halt sehr bodenständig. Es fehlt dieser Sexappeal. Ja, und das entwickelt sich langsam. Und irgendwann ist auch Seriosität sexy. Ja, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das eben nicht spannend sein kann. Doch, und wir werden es über die nächsten Jahre sehen, diese Kritik, dass das auch bei Sadio Mané, dass er über den Peak hinaus ist, dass bei Isco wäre es ja dann auch so gewesen, mit Übergewicht, oder auch bei Cancelo, ja, nicht mehr so oft gespielt. Das verstehe ich so nicht. Das sind alles Top-Spieler. Weltklasse-Spieler, die Option auch woanders hätten zu spielen, und sie hätten, bis auf Isco, haben es zumindest die Variante Deutschland gewählt. Also wir sind auf dem Weg, auch noch sexy zu werden, und dann macht das richtig Spaß in der Bundesliga. Das ist perfekt, jetzt habe ich schon mal das Zitat für die Sendung. Habe ich jetzt schon mal? Danke, hast du mir direkt den ersten Antwort. Das wollte ich dir aber auch in der ersten geben. Perfekt. Gut, jetzt gibt es natürlich aber den einen oder anderen, der sagt, gut, Isco mit Union, das wäre eine Wahnsinnsgeschichte gewesen, hat jetzt leider nicht geklappt. Was entgegnest du denn Leuten, die sagen, wenn, dann hat diese Strahlkraft auf die Topstars eigentlich eben nur der FC Bayern? Das stimmt aktuell auch. Also tatsächlich, das ist der einzige Punkt, den es insgesamt zu verbessern gilt, dass es mehr Mannschaften gibt, die auf ähnlichem Niveau auch zumindest attraktiv werden. Sie werden es erstmal auf lange Zeit nicht wirtschaftlich sein, weil die Bayern eben aufgrund dessen der letzten Jahre gut gewirtschaftet, erfolgreich und natürlich auch Präsenz im Ausland sehr viel Geld erwirtschaftet haben und es auch gut gemacht haben. Das wird erstmal so nicht aufzuholen sein. Allerdings kannst du es anders. Du kannst es mit Fanstimmung, mit natürlich auch weiterhin der Infrastruktur. Ganz, ganz wichtig für einen Spieler. Wo komme ich denn hin? Ja, wie ist da das Trainingsgelände? Wie wird sich um mich gekümmert? Da gilt es logischerweise aufzuholen. Und dann werden wir noch mehr Mannschaften oben sehen, die insgesamt attraktiver werden. Wir sind jetzt schon eine Aufbauliga, siehe Jude Bellingham. Ja, also, dass wir das Niveau haben, für die nächstgrößere Ebene auszubilden. Ja. Jetzt hast du mir aber auch da tatsächlich die perfekte Brücke gebaut, weil es gab ja jetzt unter den Posts bei Social Media, den zahlreichen zu den Personalien Cancelo, Isco, gab es immer oft zu lesen, von wegen Farmers League. Also die Bundesliga sollte eben nicht als Ausbildungsliga für Talente abgetan werden oder auf das reduziert werden. Gehst du da mit? Die Frage wieder zurück, also warum ist das dann so schlimm? Warum ist das kein, also ich sehe das als Kompliment, denn dadurch bedeutet das automatisch, du machst gute Arbeit mit Mitteln, die du zur Verfügung hast. Wenn die Bundesliga an sich sagt, okay, wir möchten angreifen, wir möchten mit einer der attraktivsten Ligen der Welt eben zu werden, okay, dann sprechen wir aber auch beispielsweise über 50+1. Ja, dann machen wir die ganz großen Themen auf. Und jetzt hängt da hinten dieses Trikot und ich durfte genau dieses Thema eben mitmachen bei dem ersten Investor im Fußball. Und ich sehe es nicht ganz so kritisch, wie viele dann sagen, oh nein, dürfen wir nicht machen. Doch, also ich denke, Chelsea hat recht seriös unter Roman Abramowitsch gearbeitet. Und das ist möglich. Aber das ist eine generelle Frage, die sich die Liga letzten Endes stellen muss und beantworten. Überall mitspielen, das geht dann tatsächlich auch nicht. Also weniger Geld einnehmen als die anderen und trotzdem das erfolgreich sein, das wird nur der FC Bayern können. Ja, das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf, weil das müssen wir, glaube ich, heute ein bisschen überziehen. Also 50+1 ist vielleicht nochmal was für eine andere Sendung. Bleiben wir mal beim Thema Qualität. Es wurde und wird viel diskutiert, schon seit Jahren ja eigentlich. Ne? Und es ist oft zu hören, die Bundesliga ist im internationalen Vergleich zu schlecht. Wir haben die Community bei Instagram gefragt, ist die Liga besser als ihr Ruf?
Und da haben wir tatsächlich eine ganz, ganz deutliche Meinung. 84% sagen, ja, die Bundesliga wird oft als zu schlecht dargestellt. Warum wird denn die Qualität der Liga dann auf der anderen Seite immer wieder von Experten, durchaus auch hochrangigen, wir haben es jetzt auch nach der WM öfter aus einigen Ecken wieder gehört, warum wird die so oft in Frage gestellt? Also ich bin kein Freund davon, eine Momentaufnahme als Meinungsbildung zu nehmen. Ja, also wenn wir jetzt die WM nehmen, also sorry, da kann ich jetzt nicht mein Urteil darüber erlauben, dass ich dann sage, die Bundesliga ist schlecht. Das ist definitiv nicht der Fall. Die Bundesliga hat sich gemacht. Es war tatsächlich, was das Technische, was das Taktische betraf, hinterher. Keine Frage. Da war England logischerweise in der Schnelligkeit besser, da war Spanien in der Technik besser, da war Italien in der Taktik besser. Die Deutschen kamen dann halt oft über die Physis. So, das haben wir ausgeglichen. Ich finde, bis zum Thema Schnelligkeit und nochmal den Prozentpunkt Taktik haben wir Italien überholt, weil wir sehr taktisch mittlerweile sind. Ist fast schon wieder zu taktisch. Ja? Also uns fehlt auch diese 1-gegen-1-Mentalität, ist ja eben dieses große Thema. Wir dürfen wieder auch zurück. Beispielsweise mehr spanischen Einfluss wieder mit reinzunehmen. Und dann sehe ich uns eben dann schon auf geteilten zweiten Platz mit Spanien hinter der Premier League. Wir sind sehr modern, wir spielen ganz viele verschiedene Grundformationen unter sehr vielen Trainern, deutschen Trainern, die auch das wirklich sehr gut machen. Ich finde, dass der technische Aspekt deutlich besser geworden ist, muss aber nochmal draufpacken, speziell im 1 gegen 1. Und taktisch sind wir echt klasse. Physis kennen wir sowieso bei uns. Ja, und man muss ja auch sagen, zumindest in dieser Saison sehen wir auch im internationalen Vergleich eigentlich auch ein bisschen das Gegenargument. Ne? Also lange seit Borussia Dortmund im FC Schalke 1997 hat kein Team außer dem Bayern mehr einen internationalen Titel geholt, bis 2022 mit Eintracht Frankfurt und dem Europa League Triumph. Und jetzt eben in der Champions League und Europa League haben 7 Clubs überwintert. Und für einige ist das ein klares Zeichen. Ich glaube, daran sieht man auch, dass die Bundesliga nicht so schlecht ist, wie sie oftmals gemacht wird. Und es tut der Bundesliga auch gut, wenn mehrere Clubs, nicht nur der FC Bayern, im Europacup oder in der Champions League weiterkommen. Und das wird auch dem deutschen Fußball gut tun. Ich glaube, der Bundesliga muss man einfach ein Kompliment machen, auch nicht nur national, sondern auch international. Nicht nur in Berlin, Freiburg, Frankfurt, Dortmund auch locker weitergekommen. Wir alle können auch ein bisschen stolz sein darauf. Die Bayern voll des Lobes für die nationale Konkurrenz. Glaubst du, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen Kalkül, weil sie zum Beispiel die Forderung abschmettern wollen, dass die TV-Gelder in der Liga gleichmäßig verteilt werden? Ich weiß, das ist jetzt auch noch mal ein ganz anderes Beispiel. Trotzdem, so frei nach dem Motto, ja, so ungerecht kann es ja nicht sein, wenn die auch international so performen. Also ich finde es tatsächlich ein ernst gemeintes Lob, weil es auch offensichtlich ist, dass das gut gearbeitet wurde über Jahre. Es ist ja keine Eintagsfliege, sondern wir sprechen bei Union Berlin über durchgehend gute Arbeit, über eine Entwicklung beim SC Freiburg und natürlich auch bei der Eintracht. Die Eintracht ist zwangsläufig, wenn sie weiterhin gut arbeiten, eine der Mannschaften, die wirklich über einen längeren Zeitraum oben auch mitspielen kann, um die Meisterschaft. Denn da ist so viel Macht dahinter, ne, dieser Stadt natürlich auch. Also allein durch den Brexit hat sich, glaube ich, die Anzahl der Banken in Frankfurt fast verdoppelt. Bedeutet automatisch erneut, es ist der ein oder andere Euro mehr in der Stadt. Und gute sportliche Ergebnisse, gute Entwicklung fördern natürlich auch nochmal das Investment. Und ich glaube, dass da die Eintracht sehr, sehr gut in den nächsten Jahren noch besser dasteht. Und das ist kein Kompliment aus Kalkül zu sagen, wir wollen kein Geld abgeben, sondern ich glaube, sie freuen sich darauf, wenn andere Vereine auch mehr Geld bekommen dazu. Ja, Zitat Uli Hoeneß zuletzt im Doppelpass, man muss die Eintracht im Auge behalten, so mehr oder weniger hat er es gesagt. Er hat dann gesagt, ja, trotzdem werden wir meilenweit Meister, das ist halt Uli Hoeneß. Gut, okay. Aber ja, nein, auf jeden Fall. Also die Bundesliga macht auf jeden Fall Schritte vorwärts und steht aktuell international auch richtig gut da. Wenn wir nämlich mal den Klassiker, nämlich die 5-Jahres-Wertung nehmen, dann steht Deutschland aktuell auf Platz 2. Nur England ist vor Deutschland. Ich glaube, du hast es eben schon gesagt, du siehst die Bundesliga nach der Premier League aber auf einer Stufe mit La Liga, oder?
Da meine ich tatsächlich eben das Technische. Wenn wir über das Finanzielle sprechen, ich habe die letzten Jahre auf der Zone auch sehr viel La Liga begleiten dürfen, und wenn man sich eben in der Vorbereitung mit diversen Verbindlichkeiten beschäftigt bei den Vereinen und merkt, oh, beispielsweise Barca, sie müssen extrem lange warten, bis sie Spieler registrieren können. Das ist traurig, und deshalb in der Hinsicht haben wir die meisten Ligen schon deutlich abgehängt, weil das einfach so seriös ist, dass immer meilenweit auf Platz 1. Aber hauptsächlich der technische Aspekt, da sehe ich uns noch, da müssen wir noch ein bisschen aufholen, da ist La Liga noch vor uns. Aber insgesamt sind wir auf Platz 2, ja. Die Premier League steht nach wie vor noch über. Absolut. Stichwort Fankultur. Was glaubst du, welches Gewicht die auch haben kann bei möglichen Transfers? Ich meine, Eintracht Frankfurt, die Reise, die sie da, auf der sie ja immer noch sind, mit den Fans gemeinsam, das hat natürlich auch eine unglaubliche Strahlkraft. Gegenbeispiele zeigen halt oft, da wo das Geld ist, da wechseln halt die Top-Spieler hin. Glaubst du, dass aber vielleicht diese Fankultur, die in Deutschland, ich glaube, so kann man es sagen, ja eigentlich die stärkste in Europa ist, kann die vielleicht auch bei den Spielern in den nächsten Jahren vielleicht aber auch noch ein bisschen mehr Ansehen gewinnen? Oder sagst du, das ist viel zu romantisch, am Ende regiert das Geld? In Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir es geschafft haben, dass du merkst, da ist so viel Leidenschaft und so viel Stimmung eben dabei, egal in welchem Stadion. Also natürlich können wir sagen, auch Schalke beispielsweise, dass es ja wie eine Religion ist. Ich finde aber mittlerweile, es macht so viel Spaß. Ich war total überrascht, als ich in Freiburg war, wie laut es in diesem Stadion ist. Ja, Union Berlin, wenn wir darüber sprechen. Natürlich, das ist einzigartig, das ist toll. Aber in allen anderen Stadien, da ist echt eine Stimmung auch dahinter. Und das war mein Plädoyer dafür. Trotzdem regiert aber das Geld. Das ist, tja, was soll man anderes sagen? Es ist, ja, leider ist die Fußballwelt dann oft nicht so romantisch, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden. Auch da kann man jetzt wieder ewig drüber reden. Aber ich würde auch da jetzt mal wieder das Stichwort Fans mitnehmen und das so ein bisschen in die aktuelle Situation überführen. Denn da sind wir auch wieder bei Stichwort Romantik. Titelkampf. Wir wünschen uns seit Jahren endlich mal wieder ein bisschen Spannung an der Spitze. Jetzt haben wir, Stand kurz vor dem 19. Spieltag, haben wir mal wieder richtig Spannung. Und zwar nicht nur mit 1, 2, 3 Teams, sondern zwischen Platz 1 und Platz 6 sind 5 Punkte. Die Bayern schwächeln zumindest in der Liga. Und der Titel der heutigen Kicker-Ausgabe lautet tatsächlich Titelkampf. Sepp, bekommen wir diesmal einen echten Titelkampf? Ja, tatsächlich. Ich glaube schon, dass wir einen Titelkampf bekommen. Ich bin vor der Saison eher davon ausgegangen, dass der BVB etwas näher an den Bayern ranrückt, beziehungsweise schon drüber wäre. Das ist bis dato noch nicht der Fall. Kann ja noch werden. Bin schon überrascht, dass der FC Bayern in der Liga immer mal wieder Punkte eben lässt. Denn der Kader ist tatsächlich Champions League Finale. Ja, das ist wirklich richtig gut. Brazzo und Team haben sehr, sehr gut gearbeitet jetzt in den letzten Transferfenstern, und Julian Nagelsmann hat einen spannenden Kader beisammen. Dennoch, das ist genau der Punkt. Wenn ich meine Basics, und das ist mein oberstes Lebensspielprinzip, ja, Fußball spricht man ja mittlerweile von Spielprinzipien, wenn ich die Basics auf konstant hohem Level mache, werde ich zum Schluss erfolgreich. Was bedeutet erfolgreich? Das ist wieder Definitionssache. Aber für eine wie eben Eintracht Frankfurt, Union Berlin, SC Freiburg, die werden da oben anklopfen. Und sie sind zu Recht da oben dabei, weil sie ihre Basics auf konstant hohem Level machen. Deshalb ist dieser Name oder dieses Schlagwort Titelkampf ist vollkommen berechtigt, mit den unterschiedlichsten Herangehensweisen im Fußball. Und das ist ja das Schöne. Die eine Mannschaft hat Ballbesitz, taktisch sehr ausgeklügelt, so viele verschiedene Laufwege. Und die anderen machen es auf eine andere Weise. Und alles hat seine Daseinsberechtigung. Und deswegen ist die Bundesliga für mich so spannend und wird sexy. Absolut. Also beste Beispiele vielleicht, wir nehmen die offensiv unglaublich starke Eintracht, die aber, wie auch unser Kollege Julian Franzkolk schon mal durchaus hinten ihre Probleme hat. Vielleicht ein bisschen das Gegenstück Union Berlin. Ja, die stehen sogar noch vor der Eintracht mit einer Bombendefensive und einer unglaublichen Effizienz. Wie du sagst, das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Beide sind aktuell
sehr erfolgreich. Jetzt haben wir schon ein paar Namen gedroppt. Viele trauen Leipzig, BVB, Frankfurt vielleicht am ehesten zu, den Bayern gefährlich zu werden. Wer ist dein erster Herausforderer? Also tatsächlich im Moment ist es RB Leipzig unter Marco Rose, dass die Mannschaft nochmal diesen Spielstil, diesen RB-Style wirklich wieder drin hat. Es macht Spaß zuzuschauen. War mir nicht ganz sicher, ob die Mannschaft es so schnell auf den Platz bekommt. Ich finde, das machen sie tatsächlich sehr, sehr gut. Deshalb sehe ich tatsächlich bis zum letzten Spieltag eben RB noch ordentlich mit davon. Und bin tatsächlich gespannt, was die Eintracht noch macht. Ja, also da, ich gehe davon aus, Bayern, RB Leipzig und BVB wird es zum Schluss. Dass wir das dann eben sehen, und bin trotzdem gespannt, wie lange die Eintracht nach oben mithalten kann. Ja, das wird vielleicht auch ein bisschen davon abhängen, wie lange sie vielleicht in der Champions League auch noch dabei sind. Klar, Neapel, ganz, ganz schwerer Gegner, aber das sind natürlich absolute Highlight-Spiele für die Eintracht. Da lauert dann ja so immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann in der Bundesliga ein paar Prozent weniger da sind. Aber auch das haben sie eigentlich bislang wirklich sehr, sehr gut gehandelt, stehen auch sehr, sehr gut da in der Liga. So wie viele Teams. Und da freuen wir uns doch jetzt einfach mal Anfang Februar drüber. Mal schauen, wie lange diese Freude denn noch erhalten bleibt. Wir sind sehr gespannt. Danke dir, Sepp, für deine Expertise. Es hat großen Spaß gemacht. Und ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Sehr gerne. Vielen Dank. Die Bundesliga wird oft zu schlecht gemacht. Das habt ihr bei Insta gesagt. Und das sagt auch unser Experte Sepp Kneißl. Klar, der Titelkampf ist seit Jahren zu einseitig, aber er ist doch recht optimistisch, dass sich das dieses Jahr ändern kann. Es tummeln sich oben einige. Schauen wir, hoffen wir, dass sich das vielleicht bis zum Saisonende so halten kann. Morgen gibt es hier wieder das schnelle Orakel, die Prognosen zum Spieltag, wie ihr das gewohnt seid. Und dann am Montag die neue Folge unseres neuen Formats Kicker Weekly. Wir sehen uns. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.